So, hallo und herzlich willkommen zu einem Update von meinem Texture Pack. Ja, fangen wir einfach mal gleich an. Also, ich habe ein paar neue Texturen geändert. Also ein paar Texturen, nicht neue. Und zwar einmal Kürbis. Kürbis. Ja, ich kann nicht reden. Einmal Kürbis hier. Das ist der neue Kürbis. Die Kürbislaterne. Ja, warte mal. Die Kürbislaterne. Also, naja. Damit bin ich auch noch nicht ganz zufrieden. Gras habe ich nochmal überarbeitet. Dafür gehen wir mal kurz raus, um das anzugucken. Das sieht jetzt nicht mehr gar so scheiße aus. Es ist immer noch so. Es sind immer noch so Striche dazwischen, aber das kriege ich schon noch irgendwie hin. Ach ja, und die, da habe ich ja noch eine Sache vergessen, die ich neu gemacht habe, die aber auch noch nicht so toll ist. Und zwar die Steinziegel habe ich neu gemacht. Hier, so sehen die jetzt aus. Steinziegel. Aber die haben hier so dunkle Ränder und deshalb mag ich das nicht so. Das hier ist Bedrock, also unzerstörbarer Stein oder wie man das auch immer nennen will. Das hier ist die neue Textur der Werkbank. Habe ich komplett selber gemacht. Und das ist die neue TNT-Textur. Obwohl die eigentlich am aufwendigsten aussieht, war das eigentlich die einfachste. So, und dann haben wir hier noch Stone Slabs. Also die ganz normalen Stone Slabs habe ich auch noch geändert. Die sehen jetzt halt so aus. Finde ich schöner als davor irgendwie. Es ist glatter. Ja, ich glaube, das war's dann schon wieder. Download wie immer in der Videobeschreibung. Also Download von den geupdateten Textures. Wartet mal kurz, Trecker. Download von den ihr wisst schon, ist in der Videobeschreibung und ja, das war's auch schon wieder eigentlich. Und tschüss und bis zum nächsten Mal.